Ja, es wird warm und langsam. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt hier das Stück Hügel geschafft haben, dann müsste es eigentlich relativ glatt gehen. Aber wir müssen halt erstmal hier hoch. Deswegen hilft der Sand. Ja, er hilft tatsächlich ein bisschen. Aber nicht wirklich. Gerade sagen die Glocken. Ach, das ist Schleuder. Okay, Bremse rein. Wir müssen mal A zum einen die Lok abkühlen lassen und B brauchen wir jetzt gleich noch eine Sandanfahrt. Ja, wir sind weit gekommen. Immerhin von hier den Weg bis da. Wir müssen hier noch den ganzen Weg hoch. Schön. Naja, F2, F3-Modus kannst du auch fremde Wagen per Handbremse verlangsamen. Ja, das stimmt. Aber den will ich jetzt im Stream nicht benutzen. In meinem anderen Spiel, Pino wieder, ja. Ob er jetzt nochmal anfahren kann? Ja, das kann er mit Sicherheit. Sagt, er kann es mit Sicherheit. Mehr Sand! Ja, er bewegt sich vorwärts, er schleudert wieder. Das Einzige, was ich befürchte, ist, dass wir, bevor wir weit genug gekommen sind, in den roten Bereich kommen und dann geht mir die Lok aus. Ja, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Können wir hier hinspringen? Du im ersten Gang? Tja. Ja. War noch nie hier, deswegen kann ich jetzt gerade nicht sagen, wo was ist. Ach, ich habe natürlich meine Taschenlampe irgendwo verloren. Die ist uns irgendwann nämlich klassischerweise aus dem Dings gesprungen, aus der Lok gesprungen. Okay, hier ist ein Gebühren-Lizenz-Terminal. Hier käme ich nicht rein. Du hilfst mir nicht weiter, dieser Bahnhof hier. Im ersten hat er die meisten Drehmoment, aber er macht halt kaum Tempo. Ja, das ist das Problem. So. Wenn ich hoffe, dass hier jetzt ein passendes Lückchen ist. Dann machen wir es relativ einfach. Lizenzen. Gebühren nicht beglichen. Ja, ist okay. Gebühren. Wir haben dafür 13.000. Ja, gut.
Könntest du diese Gebühr Geld sparen, wenn du. Ja, ich weiß. Aber ich muss sie jetzt leider bezahlen, weil ich möchte zum einen die Mehrfachtraktion haben. Versicherung selbst bald nochmal sonst was. Gut, unseren Zeitbonus kann ich mir jetzt in die Haare schmieren. So, wo sind wir jetzt genau? In der E-Mail. E-Mail ist hier irgendwo. Jetzt hätte ich gerne eine Leuchte oder sowas. Und die haben hier keinen Shop. Ich vermute, da drüben irgendwo ist die Loks. Einfach mal den Zug auf der Strecke stehen lassen, sich verdrücken. Andere Leute Probleme. Genau. Das ist eindeutig ein anderer Leute Problem, nicht meins. Ich könnte natürlich einfach mal auf den Kompass gucken. Den Kompass. Wir laufen jetzt nach Norden. Ich will eigentlich nach Norden. Ja, dann. Dann müsste das hier das Gleis sein, welches da rumgeht. Und hier vorne irgendwo. Ich wünschte, ich hätte eine Leuchte. Das ist die 1L. Achtung, ich springe mal. Ich lege mich jetzt einfach mal auf die Couch und warte. So. Genau. Schlafen. Dann ist zumindest hell und dann sehen wir auch mal, was Sache ist. Hier wäre sogar ein Bett gewesen. Ich fühle mich betrogen. So, da haben wir schon mal Waggons. Selbst die habe ich gerade eben nicht gesehen. So. Oder ist das die richtige Richtung? Das ist Süden. Also wie ich sehe, aus Süden kommt man rein. Da müssten die ganzen Waggons, also die ganzen Zugteile hier oben irgendwo stehen. Das hier ist die 1L, ja. Hier ist der Schuppen, der nicht belegt ist. Steht hier jetzt keine blöde Lok rum oder was? Ich fühle mich veräppelt. Was haben wir denn hier noch? 2P ist da vorne irgendwo. Da könnten noch Loks rumstehen. Wenn nicht, müssen wir mal ein bisschen was hin und her springen, also schnell reisen. Ich glaube, das da vorne ist eine DM3, oder? Ja, es ist eine DM3. Mit der brauche ich, glaube ich, gar nicht erst ankommen. Also, ich springe mal nachher zum Eubel Nord. Vielleicht steht da ja was Lustiges rum, was wir brauchen können. Hört ihr dieses Geräusch, dieses Quietschen? Das ist das Quietschen der amerikanischen Freiheit. Und der Zukunft oder so.
Urban Lord. Da vorne war das Ding. Da. Okay. Ich hätte jetzt meinen Safe Game, das ist das Safe Game vor Einnahme des Auftrags geladen, weil was anderes gemacht. Ja. Aber ich höre, es ist tatsächlich amerikanische Freiheit. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob das im Spiel ist oder nicht. Aber zum Glück ist das im Spiel. Alter! Da hat jemand kräftig Bohnen gegessen. So. Ja, da komme ich so nicht durch. Da haben wir eine. Die will ich haben. Eine zweite DH4. Klappe zu. Nicht den Sand. So. Ein Führerstand. So. So sollte es sein. Musst du jetzt rückwärts anfahren? Noch viel schlimmer. Ich fahre von hier aus vorwärts an und fahre das Ding erst nochmal ein Stück zurück. Dann stehen wir... dann tue ich mich quasi auf der Weiche anhaken. So. Ja, das hier ist 1P. Dann fahren wir schon mal in die richtige Richtung. Die Alternative ist, dass ich halt mit der Lok mich hinten anstelle und dann schieb, aber das hilft ja auch nichts. Das wäre jetzt sicherer, als den ganzen Weg drum rumzufahren. Ja, richtig. Ich meine, die Alternative ist halt tatsächlich hier runter und dann da lang. Das macht genauso wenig Sinn. Ich jetzt eigentlich, glaube ich, will die Richtung. Wir fahren hier 60, okay. Aber hey, dann haben wir auch unsere erste Doppeltraktion. Ist doch auch schon mal was Nices. Ja, von hinten schieben hättest du aber keine Kontrolle über die andere Lok. Ich weiß. Das ist ja das Problem. Und ich sag's mal so, wenn wir jetzt die 18.000 hier noch irgendwie ausgeben, bevor wir auch nur den nächsten Penny reinbekommen, dann wäre das vielleicht tatsächlich sinnhaft, den Bildstand, den Spielstand zu laden, bevor wir angefangen haben. Aber das ist dann ein Fall von, ich müsste mal gucken, da müsste ich halt den anderen Auftrag nochmal zu Ende, nochmal fahren und dann vor Annahme des Auftrags im nächsten Stream starten. Mittlerweile die Bremsen vom Zug am Berg halten durch, Jungs, wir schaffen das! Ja. Wobei so Zugbremsen ja ganz gut funktionieren, wenn sie dann einmal festgezogen sind. Das Einzige, was halt kaputt gehen kann, ist, dass der Zug trotzdem rutscht und dann die Räder kaputt gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein Problem anderer Leute. Nämlich der Leute, die anschließend mit dem Schienenreparaturfahrzeug hier drüber ruttern und alles wieder ganz machen müssen. Dann hakeckig. Na da und. Ja. Niemand hat gesagt, dass Räder rund sein müssen. Und haken tut es dann definitiv. Also, du hast schon einen Freudschen Verschreiber gemacht. Das passt schon. Ja, da vorne ist die andere Brücke. Soweit sind wir weg von der Kreuzung.
ist auch mehr Bremsfläche. Genau, so sehe ich das auch. Dann kann der Zug viel besser abbremsen, wenn er keine runden Räder mehr hat. Da vorne, hinter der Kurve, müsste eigentlich die Kreuzung kommen. Ich hätte schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit, dass ich dann doch irgendwann mal da ankomme. Da vorne sehen wir schon mal das Gleis. Oder ein Teil des Gleises. Da steht auch noch kein Zug im Weg. Und gleich bevor wir dann auf das eigentliche Gleis umbiegen, müssen wir mal stoppen. Kreuzung ist angekündigt. Und im Zweifel können wir immer noch sagen, wir fahren den kompletten Zug aber hier unten runter. Da ist zwar auch eine harte Steigung drin, aber es ist vielleicht einfacher dann zu fahren. Wenn wir jetzt hier die Steigung nicht hochkommen. Ich weiß schon, dass du den Berg hochlaufen musst, ne? Ja, ich weiß schon, dass ich den Berg dann hochlaufe. Das ist ja nicht das Problem.